Hallo, liebe GamePro-Leser. Eins könnt ihr uns glauben, es passiert relativ selten, dass uns ein Spiel komplett aus den Socken haut. Sicher, jeder Redakteur hat so sein Lieblingsspiel. Henry fährt zum Beispiel auf Ninja Gaiden ab, André kriegt bei Amplitude immer noch feuchte Augen und so weiter und so fort. Dann gibt es aber manchmal Spiele, die fesseln die komplette Redaktion. Eins davon ist God of War, ein Titel, der hier in Deutschland leider nicht erscheinen wird, weil er der USK zu brutal war und sie deshalb eine Altersfreigabe verweigert haben. Sicher, der Gewaltfaktor mag sehr hoch sein, davon abgesehen ist God of War eines der bombastischsten und meiner Meinung nach auch besten Videospiele, die jemals gemacht wurden. Um euch zu zeigen, warum das so ist, sollten wir euch erstmal den Mann vorstellen, der sich hier gerade von der Klippe gestürzt hat. Dieser muskelbepackte Knabe hört auf den Namen Kratos. Kratos ist ein spartanischer Krieger, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Ares, den Gott des Krieges, zu zerstören. Kein schlechter Plan, wie wir finden. Warum er das Ganze tun will, verraten wir euch aber nicht. Schließlich macht die Geschichte, die in der griechischen Mythologie angesiedelt ist, einen Großteil des Spielspaßes aus. Das Spiel beginnt 3 Wochen vor seinem Selbstmord. Ihr erfahrt also in Rückblenden, was Kratos auf der Seele liegt. Bei God of War handelt es sich im Grunde genommen um ein Action-Adventure, wobei hier die besondere Betonung auf Action liegen soll. Ihr schnetzelt euch durch alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, erlernt ein paar Zaubersprüche und stellt euch den ganz dicken Brocken in spektakulären Endgegnerkämpfen. Hört sich jetzt ja nicht so dolle an, könnten einige Kritiker sagen. Wir sagen, es kommt auf die Verpackung an. Sobald ihr mit dem Spiel begonnen habt und das erste Mal eure flammenden Sicheln über den Bildschirm peitscht, fühlt ihr euch böser, mächtiger und erbarmungsloser als alle Videospiel-Antihelden zusammen. Das fängt schon dabei an, wie Kratos mit seinen Waffen umgehen kann. Mit Dreieck, Quadrat oder Kreis bestimmt ihr, wie heftig ihr zuschlagen wollt. So schnalzt ihr eure Gegner lässig über den Bildschirm oder schleudert sie in die Luft, nur um sie ein paar Meter über der Erde auf den Boden krachen zu lassen oder sie in der Mitte zu halbieren. Egal wie man es spielen mag, nach kürzester Zeit überkommt einen das God of War Fieber und man kriegt ein unvergessliches, ich nehm's mit wirklich allen Fantasy-Gestalten auf, Gefühl. Auch wenn die leichteren Gegner relativ schnell zu besiegen sind, gibt es einige dickere Brocken, die nicht so einfach aufgeben. Bei diesen Feinden startet dann, nachdem ihr sie erstmal geschwächt habt, ein kleines Minispiel, bei dem ihr entweder eine Taste schnell hintereinander oder bestimmte Tasten unter Zeitlimit drücken müsst. Bei diesem Beispiel geht es darum, eure Sicheln im Rachen des Monsters zu versenken. Schaut euch einfach mal an, warum mit Kratos nicht zu spaßen ist. Leider gibt es im gesamten Spiel nur 3 Endgegnerkämpfe. Um euch keinen späteren Kampf vorwegzunehmen, zeigen wir euch nochmal den Kampf gegen die Hydra, der schon mal sehr beeindruckend klar macht, wie bombastisch God of War inszeniert ist. Hier weicht ihr den Kopfnüssen der riesigen Schlange aus, bis der Schiffsmast abgebrochen ist. Habt ihr die Schlange dann erstmal geschwächt, könnt ihr sie durch getimte Tastenkombinationen an den Mast anleinen. Neben den Kämpfen stehen aber auch noch einige Geschicklichkeitsanlagen auf dem Programm. Kratos ist auch da ein echtes Naturtalent. Als griechischer Freeclimber kraxelt er an Felsen entlang, hangelt sich über riesige Abgründe oder hüpft über schwebende Plattformen. Wenn auch in solchen Momenten Feinde auftauchen sollten, juckt euch das auch recht wenig, dann packt ihr halt einfach wieder eure Sicheln aus und schickt sie mit einem blauen Auge nach Hause. Alle Rätselfreunde kriegen natürlich auch etwas Futter. Gerade im Tempel der Pandora, wo der Hauptteil des Spiels stattfinden wird, gibt es einige kleine Puzzles zu lösen. Diese sind zwar eine nette Abwechslung zum harten Schlachteralltag, gehen aber meist nicht über simple Schieberätsel hinaus. Es fällt schon fast etwas schwer zu beschreiben, wie unglaublich genial God of War inszeniert ist. Jede Kamerafahrt, jede Einstellung ist Oscar-verdächtig. Die Kamera könnt ihr zwar nicht nachjustieren, bis auf ganz wenige Ausnahmen liefert sie euch aber auch in heftigen Kämpfen den optimalen Überblick. Aber auch in anderen Bedienungsaspekten liefert das Spiel Präzisionsarbeit ab. Die Steuerung ist absolut butterweich, ihr habt zu jeder Zeit die volle Kontrolle über euren Helden. Gerade wenn es darum geht, blitzschnell auszuweichen und gleich danach wieder ein paar Treffer zu landen, wird euch die Kontrolle ans Herz wachsen. Zudem liefert euch das Spiel faire Rücksitzpunkte, die euch immer wenige Meter vor eurem Ableben absetzen. So hält sich der Frustfaktor erfreulich gering. Der absolute Oberhammer sind aber die Zwischensequenzen. Hier geht es meist richtig grob zur Sache. Der Charakter von Kratos wird euch auf eindringliche Weise näher gebracht und nach kurzer Zeit wird euch klar, dass ihr lieber die Straßenseite wechseln würdet, wenn ihr ihm beim Shoppen über den Weg lauft.
Ihr merkt schon, God of War ist eigentlich ein Abenteuer, das genauso gut auf der großen Leinwand funktionieren würde. Und um ganz ehrlich zu sein, so habe ich mich beim Testen auch gefühlt. Für die Dauer des Spiels war ich der Hauptdarsteller des ultimativen Kinostreifens. All that mattered was conquest in the name of Kratos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing. But there was something about this temple. Bei all der Euphorie dürfen wir aber zwei Kritikpunkte nicht außer Acht bleiben. God of War ist zu kurz. Nach nur 9 bis 10 Stunden flimmert für erfahrene Spieler der Abspann über den Bildschirm. Zwar gibt es in dieser Zeit keinen einzigen Tiefpunkt oder keinen einzigen Hänger, nichtsdestotrotz hätte das Ganze aber länger sein können. Auch sind die eingangs angesprochenen 3 Endgegnerkämpfe viel zu wenig. Wenn God of War insgesamt noch etwas mehr geboten hätte, wäre die jetzt schon sehr hohe Wertung mit Sicherheit noch etwas höher gewesen. Wir können eigentlich nur jedem erwachsenen PS2-Spieler den Rat geben. Holt euch das Spiel, ihr verpasst sonst eines der besten Titel für die schwarze Kiste. Wenn nicht sogar eines der besten Spiele dieser Konsolengeneration. Mich hat seit langer Zeit kein Spiel mehr so gefesselt wie God of War. Einige der Momente, die ich hier erlebt habe, zähle ich zu den Höhepunkten meiner Zockerkarriere. Und das kann ich nur wirklich von wenigen Spielen behaupten, die ich die letzten Jahre gezockt habe.